Bei einem Gewitter werden Donner und Blitz in gleicher Zeit erzeugt. Wir sehen einen Blitz und 12 Sekunden danach hören wir den Donner. Frage: Wie weit ist das Gewitter von uns entfernt? Wenn die Lichtgeschwindigkeit 300.000 Kilometer pro Sekunde beträgt. Hier sind die Angaben. Die Lichtgeschwindigkeit c beträgt 300.000 Kilometer pro Sekunde, das heißt 3 mal 10 hoch 8 Meter pro Sekunde. Wir wissen, dass die Schallgeschwindigkeit in der Luft 340 Meter pro Sekunde beträgt. Durch die Angaben wissen wir auch, dass die Zeit, die der Donner braucht, um die gesuchte Distanz zurückzulegen, gleich ist zu der Zeit, die das Licht braucht, um dieselbe Distanz zurückzulegen, plus 12 Sekunden. Was wir suchen, ist gerade diese Distanz d, die wir in Meter ausdrücken. Und um die herauszufinden, nutzen wir diese Formel: Die Geschwindigkeit ist gleich zur zurückgelegten Distanz geteilt durch die dazu benötigte Zeit. Wir wenden diese Formel für die Lichtgeschwindigkeit an und finden somit, dass c gleich ist zu d geteilt durch t-Index l, woraus wir schließen, dass t-Index l gleich d auf c sein muss. Jetzt nutzen wir dieselbe Formel für die Schallgeschwindigkeit, finden somit, dass v gleich ist zu d geteilt durch t-Index d, woraus wir schließen, dass v gleich ist zu d geteilt durch t-Index l plus 12 durch diese Angabe. Aus dieser Gleichheit schließen wir wiederum, dass d gleich ist zu v mal t-Index l plus 12, und in dieser Gleichheit können wir t-Index l ersetzen durch d geteilt durch c. Dann machen wir das. Ist gemacht. Hier draus schließen wir, dass d gleich ist zu diesem v, das heißt die 340 Meter pro Sekunde, mal d geteilt durch dieses c, das heißt 3 mal 10 hoch 8 Meter pro Sekunde. Und dann noch plus 12. Jetzt verteilen wir diese 340 auf diese Klammer, so, und setzen diesen Bruch links rüber vom Gleichheitszeichen, wo wir dann das d ausklammern können. Und jetzt reicht es, diese Gleichung durch diese Klammer zu teilen, und somit finden wir für d diesen komplizierten Bruch. Achtung, bei der Reihenfolge der Operationen geben wir diesen Bruch korrekt in den Taschenrechner ein. Zuerst haben wir diesen Hauptbruch, also Bruch der Zähler. Das ist 340 mal 12. Jetzt Kursor nach unten. Unten steht 1 minus Bruch, also 1. Minus Bruch, der Zähler von dem Bruch, das ist 340, jetzt Kursortaste einmal nach unten und der Nenner, das ist 3 mal 10 hoch 8, also 3 mal 10 hoch 8. Enter, wir finden 4080,005 ungefähr. Also, die gefragte Distanz beträgt 4080,005 Meter und das ist die Endantwort.